Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Project Cast 2 hier auf dem Pixel-Helden-Kanal mit mir, dem Ray. Wir schauen uns das nächste Fahrzeug des Porsche Legends DLC Pack an und ja, wir kommen wahrlich zu einer echten Legende. Also den Status hat dieses Fahrzeug definitiv verdient, der 1970er Porsche 917K. Eben jener Porsche, der für die Marke zum ersten Mal in ihrer Historie den Gesamtsieg in Le Mans eingefahren hat. Dabei war der Weg des Porsche 917 am Anfang nicht so von Erfolg gekrönt. So haben sich zum Beispiel auch die Porsche-Werksfahrer erstmal gegen dieses Fahrzeug geäußert, beziehungsweise es überhaupt zu fahren. Aber dazu gleich später mehr. Ich möchte natürlich auch in der heutigen Ausgabe ein paar Informationen und vor allem ein paar historische Fakten zu diesem Fahrzeug streuen. Genauso aber auch natürlich aus der technischen Seite möchte ich ein paar Sachen natürlich dir mitteilen. Bevor wir aber zur Rennstrecke springen, bevor wir ein paar Daten zu diesem Fahrzeug streuen, möchte ich natürlich auf eines noch eingehen, und zwar die Lackierungen. Nämlich die sind sehr, sehr schön, diesmal in der Auswahl bei diesem Fahrzeug, nämlich sehr schöne historische Lackierungen. So haben wir zum Beispiel den John Wire Automotive Engineering Lackierung mit dabei, in vier verschiedenen Ausführungen. Und das Besondere hierbei ist, ja, es ist eine der erfolgreichsten Marken, wenn man so möchte, oder beziehungsweise eines der erfolgreichsten Teams dieses 917K. So wurden die meisten Gesamtsiege damals in der Sportwagen-Weltmeisterschaft eben von diesem Team eben in dieser Lackierung eingefahren. Und ich glaube, besser bekannt ist einfach das Ganze unter, ja, dem Gulf-Porsche oder einer Gulf-Lackierung. Ja, unverkennbar, einfach durch dieses Hellblau und dieses Orange. Und ja, sehr, sehr schön, dass es mit dabei ist, und mit dem werden wir heute auch unterwegs sein. Aber auch mit dabei unter anderem die Nummer 23, diese weiß-rote Lackierung. Das war nämlich genau eben jener Porsche, der damals den ersten Gesamtsieg 1970 eingefahren hat. Mit dabei auch nicht unbekannt, die Martini Porsche. Auch die waren nicht unerfolgreich unterwegs, also auch die hier mit am Start. Aber wir wählen eben jetzt hier eben dieses Fahrzeug aus, und wir sind heute ja nicht in Le Mans unterwegs. Es würde natürlich passen, erster Gesamtsieg. Aber man muss dazu sagen, dass wir in Project Cast 2 aktuell eben noch nicht die historische Variante von Le Mans mit drin haben. Wir haben nämlich nur die moderne Variante, die ab 1990 eingesetzt wurde, nämlich mit den Schikanen in der Hunautier-Geraden. Damals ja eben die Hunautier-Gerade ohne Schikane gefahren worden, eben auch von diesem 917. Und deswegen habe ich mir gedacht, nee, da müssen wir nach einer Alternative schauen, das wäre nicht so richtig authentisch. Und deswegen, ja, ist die Wahl relativ schnell auf Circuit de Spa-Francorchamps Historic gegangen, nämlich damals diese 14 Kilometer lange Variante sind sie auch gefahren in der Sportwagen-Weltmeisterschaft 1970 sowie 71, als der 917K eingesetzt wurde. Wir werden heute kein Rennen fahren, wir werden einfach so ein bisschen über die Strecke pilgern, und ich werde einfach deswegen versuchen, währenddessen so ein bisschen was zum Fahrzeug zu erzählen. Und deswegen verlieren wir auch gar nicht so viel Zeit, wir springen ins Jahr 1970 im Monat Mai und gehen mal auf die Strecke von Spa. Ja, als Hinweis auch schon mal vorweg, dieses Fahrzeug haben wir auch schon mal näher beleuchtet in Assetto Corsa. Dort nämlich ist das Fahrzeug auch in einem Porsche Pack mit dabei gewesen. Das heißt, falls hier die Folge heute nicht ausreichen wird, was den 917 betrifft, dann kannst du dich dort auch mal reinklicken. Ich werde das Ganze auch mal in der Videobeschreibung verlinken. Also auch dort gibt es ein Video, in dem ich auch viele Informationen zu dem Fahrzeug gestreut habe. Dort war ich tatsächlich auch mit der Le Mans Siegerlackierung unterwegs. Kleiner Hinweis auch nochmal zur Le Mans-Variante, die historische Variante. Ich glaube, das ist sogar schon bestätigt worden, aber ich bin mir auch ziemlich sicher, es soll ja noch das Le Mans Legends Pack rauskommen. Ich glaube, dort wird dann die historische Variante mit dabei sein. Das heißt, ja, vielleicht sehen wir den 917 dann auch nochmal dort eben auf der entsprechenden Strecke. So, jetzt aber starten wir das Ganze mal und fahren die ersten paar Meter mit diesem Power Porsche auf dieser historischen Strecke, auf der er damals auch unterwegs war. Und ja, da kann ich es mir nicht nehmen lassen, gleich mal am Anfang ein bisschen Vollgas zu geben, Richtung Eau Rouge. Aber wir werden jetzt am Anfang erstmal ein bisschen Piano machen, und ich versuche dir ein bisschen was dazu zu erzählen. Und ich würde sagen, wir fangen einfach historisch mal in der richtigen Reihenfolge an. So war es nämlich damals eigentlich üblich, dass Porsche eher ja sehr leichte Fahrzeuge eingesetzt hat, auch vor allem mit kleinen Motoren, kleinem Hubraum. Und so war es aber allerdings Porsche nie wirklich möglich, in diesen großen Meisterschaften, in diesen Langstreckenrennen einen Gesamtsieg einzufahren. Die Gesamtsiege waren damals einfach den stärkeren, größeren
Fahrzeugen vorbehalten, klar, weil sie einfach deutlich mehr Leistung hatten. So hat Porsche natürlich damals viele Erfolge gefeiert, Klassensiege gefeiert, aber nie wirklich um einen Gesamtsieg kämpfen können. Und so natürlich auch in Le Mans nie so wirklich um einen Gesamtsieg mitfahren können. Im Jahr 1969 dann allerdings ist der 917 ja zum ersten Mal eingesetzt worden, beziehungsweise die Planung für den 917 ging natürlich schon viel früher voran, so war es nämlich auch schon 1968, soweit, dass der 917 präsentiert wurde, auch sehr zur Verwunderung der Presse und vor allem sehr zur Verwunderung der Konkurrenz, zum Beispiel auch aus Italien, nämlich Ferrari war sehr schockiert, dass jetzt wirklich eine große Konkurrenz von Porsche kommt und vor allem war das auch eine ja, sehr risikohafte Sache von Porsche, nämlich Porsche war damals, naja, noch ein neues Blatt, wenn man so möchte. Klar gab es Porsche schon ein paar Jahre, aber so ein großes Projekt zu stemmen, das war natürlich sehr kostenspielig. Das Geld haben sie vorübergehend oder hauptsächlich aus dem Topf genommen, aus der Formel 1-Forschung, nämlich Porsche ja damals auch in der Formel 1 unterwegs gewesen. Das Projekt haben sie damals aber dann eingestellt, weil es eben zu teuer war und auch nicht so wirklich den Erfolg versprochen hatte. Und deswegen haben sie dann eben das Geld damals genommen für diese Sportwagenmeisterschaft. Und damals war halt intern schon klar, okay, wir wollen ein Fahrzeug bauen, was eben die Großen angreift, was eben nach dem Gesamtsieg fahren kann. Und so war das Projekt 917 eben geboren. Damals schon, glaube ich, 63, wenn ich da nicht falsch liege, war dann die Entwicklung damit begonnen. Und damals war auch schon klar, hey, wir müssen das, was uns stark gemacht hat, der Leichtbau in den niedrigen Klassen, müssen wir auch hier einsetzen. So war es auch hier der Fall, dass sie halt wirklich sehr viel Leichtbau eingesetzt haben für diesen 917. Aber es war auch klar, es muss ein großer Motor her. Ja, mit einem kleinen Motor werden wir hier nicht weit kommen. Und somit war eben das Projekt 917 geboren und 1969 zum ersten Mal eingesetzt. Man muss allerdings dann auch dazu sagen, dass der 917 am Anfang so seine Schwierigkeiten hatte. So war es nämlich auch unter anderem so, dass die Werksfahrer von Porsche mit dem 917 nicht so ganz klar kamen. Sowohl in der Kurzheck- als auch in der Langheck-Variante nicht. Es gab eben diese zwei Varianten, was damals auch üblich war. Es gab immer eine Kurzheck-Variante für die ja, engeren Kursen, für die Handling-Kurse und immer eine Langheck-Variante mit einem langen Heck, mit einem langen Radstand für die schnellen Varianten, also für die schnellen Kurse, wie zum Beispiel Le Mans mit der langen Geraden. Da haben eben, das sollte die Langheck-Variante eingesetzt werden, die dann bis zu 400 km/h schnell hätte werden können. Das klingt in der Theorie alles super toll. Allerdings auch die Kurzheck sowie auch die Langheck-Variante, insbesondere die Langheck-Variante, ja, war nicht so geil zu fahren. So war es nämlich das Problem, dass je schneller man wurde, je weniger Anpressdruck irgendwie erzeugt wurde. Und das Fahrzeug total instabil und unsicher zu fahren war. So waren nämlich die Porsche-Werksfahrer diejenigen, die dann gesagt haben, wir wollen eigentlich nicht mit diesem Fahrzeug antreten. Und so ist nämlich auch größtenteils der Porsche 917 nicht in Le Mans angetreten von den Werksfahrern, sondern die Werksfahrer haben dann auf das ältere Modell der Porsche 908 Langheck, auf den haben sie zurückgegriffen und mit dem waren sie ja auch fast schon erfolgreich. Ich glaube, bis zu 50 Meter war nur der Unterschied am Ende, wo sie dann nur Zweiter wurden in Le Mans. Nämlich gewonnen hat natürlich 69, wie es viele von euch wissen, nochmals erneut der der Ford GT40. Und ja, das war natürlich dann schon mal ein Ausrufezeichen von Porsche. Allerdings war der 917 derjenige, der ja eigentlich den Gesamtsieg einfahren sollte. Die ging auch als Favoriten ins Rennen 69, also die paar, die angetreten sind. Allerdings halt alle haben technische Probleme gehabt und wie gesagt, es war einfach nicht gut zu fahren und nicht konstant zu fahren. So wusste Porsche, sie müssen einiges dran ändern am Fahrzeug. So wurde auch bereits noch im Jahr 69 in der Saison eben diese Variante hier geboren. Und zwar der 917K. Auch eine Variante des Kurzhecks, allerdings eine überarbeitete Variante des Kurzhecks. Und zwar wurde das Fahrzeug ein bisschen angehoben im hinteren Bereich. Es wurde ein bisschen keilförmiger. Das sieht man auch schön. Das ist eine richtige keilförmige ja, Silhouette. Und das Fahrzeug war einfach nochmal deutlich stabiler zu fahren. Es war einfach aerodynamisch nochmal deutlich besser. Und so war es nämlich auch so, dass 1970 dann diese Kurzheck-Variante, die überarbeitete Kurzheck-Variante oder einfach 917K-Variante genannt, eben zum Einsatz kam und dann wirklich sehr erfolgreich war in der Langstreckenmeisterschaft. So hat man unter anderem auch die 1000 Kilometer von Spa gewonnen. Das ist unter anderem auch der Grund, warum wir heute auf Spa unterwegs sind. Aber auch viele, viele andere Strecken und Rennen hatte dieses Fahrzeug dann dominiert und auch eben entsprechend Le Mans. So ist dort zwar auch eine Langheck-Variante, eine Überarbeitung eingesetzt worden, aber auch da wieder das Problem gewesen, dass die Langheck-Varianten einfach nicht so richtig stabil unterwegs waren. Und so war es auch
der Fall, dass die Kurzeck-Variante oder beziehungsweise der K in Le Mans schlussendlich gewonnen hat. 71, das kann man auch noch anführen, ist dann natürlich das Fahrzeug noch weiter überarbeitet worden. So war es dann zum Beispiel so, dass entsprechende Haifinnen hinten drauf noch montiert wurden. Die hat man dann links und rechts gesehen, die haben wir jetzt hier nicht, weil wir haben ja die 1970er-Variante, nicht die 71er-Variante. Also auch da ging die Entwicklung nochmal weiter und auch 1971 war das Fahrzeug sehr, sehr erfolgreich. Noch mehr Rennen gewonnen in der Sportwagenmeisterschaft und auch Le Mans nochmals gewonnen, also nochmals den Erfolg bestätigt. 1972 war dann das Reglement in der Sportwagenmeisterschaft verändert worden. So wurden die Großhubraum bzw. die großen Hubräume, kann man das so sagen, wurden verboten. Und deswegen ist dann Porsche da nicht mehr unterwegs gewesen. Die haben sich dann sehr stark auf die Can-Am-Serie fokussiert. Aber das ist nochmal ein anderes Thema. Das werden wir dann auch nochmal beim 917-10, den wir hier im Pack mit dabei haben, nochmal dann vertiefen. Das waren nämlich dann die Varianten, die Spider-Varianten, die dann entsprechend in der Can-Am hauptsächlich ihren Einsatz fanden. Nicht jedes Rennen, muss man auch dazu sagen, ist der 917 angeredet. So ist zum Beispiel in der bekannten Inselrundfahrt, die Targa Florio, der 917 Großen nicht angetreten oder gar nicht angetreten, zumindest mal nicht in dieser Variante, also nicht in der Kurzheck-Variante. Da gab es dann eben auch die Spider-Varianten, beziehungsweise auch dort sind weiterhin die 908 Langheck oder die 908-Varianten angetreten. Davon haben wir auch eine Version hier mit dabei, aber dazu dann auch, wenn das Fahrzeug entsprechend kommt. Aber ebenso die ganz großen, bekannten Strecken, eben 1000 Kilometer Nürburgring, 1000 Kilometer Spa, 1000 Kilometer Monza, Le Mans, die 6 Stunden von Brands Hatch müssen das gewesen sein. Da ist er überall mit angeredet, überall sehr, sehr erfolgreich mit dabei gewesen. Und deswegen, wie gesagt, aus der Historie nicht mehr wegzudenken. Aber ja, kommen wir doch einfach mal zu den technischen Details dieses 917K. So habe ich ja jetzt schon gesagt, Porsche musste natürlich einen großen Motor hinstellen und auch natürlich auch mit viel Hubraum. Das war die Idee. So war am Anfang natürlich ein Hubraum von über 4 Liter das Ziel. Bei dieser Variante, die wir hier haben, das ist die große Ausbaustufe des 1970er Modells gewesen, nämlich der 4,9 Liter, und jetzt hört, passt auf, V12 Motor. Ja, es wird immer leider fälschlicherweise auch Übersetzungsfehler aus englischen Artikeln von einem 12-Zylinder Boxermotor gesprochen. Das ist allerdings nicht wirklich korrekt. Dazu dann jetzt auch gleich nochmal was dazu. Und zwar der Motor hier ist ein V12 mit den, und beziehungsweise wo die Zylinderbänke 180 Grad entgegengesetzt sind. Das heißt, sie liegen wie beim Boxermotor gegenüber. Allerdings ist es nicht wie beim Boxermotor, dass eben die Pleuel auf der Kurbelwelle gegenüber liegen. Das heißt, dass eben wie beim Boxer immer die Zylinder gegeneinander arbeiten. Das heißt, immer hier zusammen, ne? Also was ja dem namensgebend ist, die boxen nicht gegeneinander, sondern hier ist es so, dass ein V12-Motor ist. Das heißt, die Pleuel liegen zusammen, gemeinsam auf der Kurbelwelle drauf. Das heißt, die sind immer parallel zueinander. Das heißt, die sind immer entweder nach links oder rechts geht's. Also es geht nie gegeneinander, immer miteinander, immer schön parallel. Wer dann nochmal das genauer wissen will, wie das ausschaut, einfach mal Boxermotor eingeben. Da gibt es wirklich wunderschöne Beispiele, wo man sieht, was ein V12, wo jetzt ein V-Motor, der auch mit 180 Grad gegenüber liegt, arbeitet und wie ein Boxermotor eben arbeitet. Warum und wieso hat man damals eben einen V12-Motor eingesetzt, der eben 180 Grad Zylinderbank hatte, beziehungsweise warum hat man nicht Porsche-typisch ein ganz normaler Boxer eingesetzt? Das hat einfach Platzgründe gehabt, ja? Also man muss sich halt vorstellen, dadurch, dass der Boxermotor war zwar sehr flach und hat einen tiefen Schwerpunkt gehabt, das war ja der Vorteil des Boxermotors, allerdings durch eben diese zwei Verbindungen pro gegenüberliegende Zylinder, die da eben auflagen, musste man viel Platz verwenden. Das war halt beim V12, der eben halt, also wo zwei Zylinder eben nur eine Verbindung auf der Kurbelwelle hatten, konnten halt kleiner, kompakter gebaut werden. Das heißt, nochmal ein bisschen kleiner, ein bisschen enger und dadurch auch leichter, selbstverständlich. Deswegen, das war der Pluspunkt des V12, 180 Grad. Allerdings muss man natürlich wieder fragen, warum dann überhaupt ein Boxermotor? Boxermotor hat halt den Vorteil, dadurch, dass ja die Zylinder immer gegeneinander arbeiten, dass sich das von der Masse, also von den
von den Massenkräften, die sich dann da aneignen, halt natürlich ausgleicht. Das ist ja der große Vorteil des Boxermotors, dass es da keine Schwingung oder sonst was gibt. Die hat man natürlich beim V12-Motor, wenn er eben, oder überhaupt beim V-Motor, wenn der 180 Grad voneinander wegliegt. Aber das hier nochmal zur Klarstellung. Es wird auch öfters mal bei diesem Motor trotzdem von einem Boxermotor gesprochen. Ist allerdings rein von der technischen Seite nicht korrekt. Von der technischen Seite handelt es sich hier um einen V12-Motor, wo die Zylinderbänke eben 180 Grad auseinander liegen. Das nochmal einfach zur Klarstellung. Und eben hier 4,9 Liter Variante, das war die stärkste Variante, die 1970 eingesetzt wurde. 1971 wurde gegen Ende dann noch eine 4,99 Liter Variante eingesetzt. Das war nämlich laut Reglement das höchste, was erlaubt war. Also unter 5 Liter einfach. Die hatte dann sogar über 600 PS. Die Variante hier hat genau 600 PS gehabt und war natürlich schon eine richtig krasse Sache. So, wir fahren jetzt mal oder heizen jetzt mal ein bisschen an. Es gibt natürlich noch viel, viel mehr zu erzählen zu dem Fahrzeug. Das ist historisch einfach eine super, super interessante Geschichte. Auch diese ganzen Entwicklungs- und Ausbaustufen dieses Fahrzeugs. So war es nämlich auch so, dass die ersten Varianten des 917, also die ersten Kurzheck- und die Langheck-Varianten zum Beispiel, umfunktioniert werden konnte in das ein oder andere. So konnte man die Kurzheck zum Langheck machen, die Langheck zum Kurzheck. Das war dann ab dieser Variante hier, ab dieser keilförmigen Variante nicht mehr möglich. Da war nämlich die Langheck-Variante dann doch ein bisschen anders und beziehungsweise diese keilförmige Kurzheck-Variante auch nicht mehr einfach so leicht umzubauen. Aber wie gesagt, wer sich dafür noch für mehr Details interessiert, der kann sich ja gerne selber informieren. Da gibt es auch tatsächlich auf der deutschen Wikipedia-Seite einen sehr, 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 sehr ausführlichen Artikel dazu. Des Weiteren kann ich einfach noch darauf hinweisen, in Assetto Corsa habe ich ja eben den 970K auch schon näher beleuchtet. Da eben verlinke ich euch ja auch entsprechendes Video dazu in der Videobeschreibung. Das heißt, wenn ihr noch mehr 917K wollt, dann entsprechend könnt ihr da auch reinschauen. Zu den Can-Am-Geschichte oder zu den Can-Am-Varianten des 917 werde ich dann, wie gesagt, drauf zurückkommen, wenn wir dann den 917-10, den wir hier drin haben, mit 1000 PS, ja, das schon mal als kleiner Vorgeschmack, werde ich dann entsprechend dort ein bisschen erzählen, beziehungsweise die Geschichte des 917 dann weitererzählen. Ich würde sagen, wir machen hier einen Punkt, denn wir haben jetzt, wie lange haben wir noch Zeit? Wir haben jetzt noch knapp 12 Minuten, aber ihr habt letztes Mal gesagt, als wir mit dem 959 unterwegs waren, dass euch diese kleinen Geschichtsstunden ganz gut gefallen, deswegen möchte ich die auch gerne einstreuen. Deswegen versuchen wir jetzt hier so ein bisschen mal mehr anzuheizen. Und hier auf der historischen Variante von Spa ein bisschen schneller zu fahren. Natürlich versuche ich jetzt hier nicht, das Auto wegzuwerfen. Aber das Ding ist einfach geil. Einfach nur geil, 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 geil. Mehr muss ich dazu echt nicht sagen. Ja, vielleicht auch noch ein interessanter Punkt. Das Fahrzeug kam mit zwei Getriebe daher. Es gab einmal ein Viergang- und einmal ein Fünfganggetriebe. Hier im Spiel haben wir jetzt ein Fünfganggetriebe, was allerdings sehr lustig ist, denn laut meinen Informationsquellen ist es so, dass die 600 PS starke Variante, die dann eingesetzt wurde, nur ein Vierganggetriebe hatte und kein Fünfgang. Aber ja, ich weiß nicht, vielleicht gab es auch irgendeine Ausführung mal mit den 600 PS und Fünfgängen. Deswegen möchte ich da jetzt nichts genau wissen. Es gab einfach so viele verschiedene Varianten, von jedem Team ein bisschen anders eingesetzt und dann bei jedem Rennen ein bisschen anders. Also da gab es echt extrem viele Entwicklungsstufen beim 917. Aber im Großen und Ganzen kann man sagen, der 917K, die überarbeitete Kurzheck-Variante, das war die, die die Erfolge eingefahren hat, eben in der Sportwagen-Weltmeisterschaft in diesen ganzen Langstreckenrennen. So, und ich würde sagen, ihr wollt auch natürlich ein bisschen was vom Motoren-Sound hören. Und deswegen halte ich mal die Klappe und gebe euch mal den vollen Klang dieses 917K, dieses V12-Motors. Yeah.
selber nicht, wie es von der Außensicht klingt, weil ich ja jetzt nur im Cockpit sitze. Aber im Cockpit, finde ich, klingt ja schon ganz gut. Von draußen weiß ich es jetzt nicht. Aber ich hoffe, da klingt er auch ganz ordentlich. Aber macht auf jeden Fall Laune, hier zu fahren. Ich bin jetzt leider noch nicht so wirklich richtig ans Limit gegangen. Wollte natürlich jetzt auch in diesen stillen Runden nicht irgendwie was kaputt fahren. Bin da natürlich trotzdem einen kleinen Abflug gehabt. Ich denke aber, die Reifen jetzt noch nicht perfekt auf Temperatur, aber das Ding, ja, ist einfach schon ein richtig geiles Fahrzeug. Es macht schon richtig Laune zu fahren. Gerade auf so einer Strecke, wie gesagt, es passt super. 1970 auf der 1970er Variante von Spa. Ist ein bisschen zu hart angebremst, aber trotzdem noch abgefangen. Ja, wie gesagt, wenn du noch weitere Details, weitere Informationen wissen möchtest zum 917K, dann klick dich auf jeden Fall mal auch in das Video von Assetto Corsa rein, was ich vor über einem Jahr gemacht habe. Oder aber, ja, mach dich selbst ein bisschen schlau. Kann ich tatsächlich diesmal wirklich empfehlen, den deutschen Wikipedia-Eintrag, ups, Leerlauf soll ich nicht schalten, zum 917, sehr interessant. Sehr ausführlich, sehr schön gegliedert. So, ich glaube, wir haben jetzt noch eine Runde, wenn ich das richtig gesehen habe. Boah, ein bisschen aufs Grün gekommen. Aber gerade mal. Ja, das wird die letzte Runde sein. Versuchen wir jetzt hier nochmal ein bisschen anzugasen, dass wir nochmal ein bisschen, auch ein bisschen Action gesehen haben. Aber ja, ich habe das letzte Mal schon gefragt mit dem 959, was ihr davon haltet, dass ich so ein bisschen so Hälfte, ein bisschen gediegener rumfahre und ein bisschen euch was zum Fahrzeug erzähle und eben die andere Hälfte dann ein bisschen versuche, ein bisschen anzugasen, ein bisschen euch was zum Fahrzeug mitzubringen. Ich meine, wie gesagt, das soll in erster Linie ja auch eine Art Review zu diesem Fahrzeug sein und deswegen finde ich es schon ganz wichtig, diese Informationen hier mitzugeben und ihr habt ja letztes Mal auch gesagt, ja, ich finde das richtig cool. Aber wie gesagt, ihr könnt ja auch gerne weiterhin Feedback geben, wenn ihr sagt, euch kommt die Action zu kurz. Oder vielleicht sagt ihr auch, euch kommen die Informationen zu kurz. Natürlich kann man noch das weiter ausführlicher ausschmücken, noch mehr Details nennen. Aber ich glaube, das geht dann zu tief ins Detail. Ich glaube, die meisten Sachen bleiben nicht hängen. Deswegen konzentrieren wir uns mal aufs Wesentliche. Und ich glaube, das Wesentliche zum 917K habe ich euch gesagt. Es war, wie gesagt, nochmal zusammengefasst, das erste Fahrzeug für Porsche, was den Gesamtsieg eingefahren hat. Der 908 Langheck 960 hat es zwar um 50 Meter verpasst, aber de facto ist es einfach Fakt. Der hat es geschafft. Es war sogar ein Doppelsieg, das kann man auch nochmal sagen an der Stelle. Und eben die bearbeitete Kurzheck-Variante der 917K, auch eben genannt, ist eben der hier, der war der erfolgreiche. Die Langheck-Variante hat selbst in den vielen Entwicklungsstufen leider nicht so wirklich geschafft. Er war zwar schneller, was die Topspeed angeht, aber halt leider auch ein bisschen instabiler und schwieriger zu fahren. Des Weiteren war eben das Fahrzeug auch insgesamt in der Sportwagen-Weltmeisterschaft damals super, super erfolgreich unterwegs. Unter anderem die 1000 Kilometer von Spa-Francorchamps gewonnen. Der Strecke, auf der wir jetzt gerade unterwegs sind. Zweimal 1970 sowie 1971. Und dann ab dem Jahr 1972 waren diese großen Hubbäume leider verboten. Ah, das macht schon Laune zu fahren, also ich glaube, wenn man sich so richtig ans Limit dran gewöhnt und so weiter, schon geil. Aber ich glaube, vielleicht kriegen wir ja noch in dieser Kategorie noch ein paar mehr Fahrzeuge dazu, vielleicht durch das Le Mans Legends Pack, dann werden wir vielleicht hier nochmal zurückkommen und mal ein Rennen fahren, weil ich glaube, wenn man noch im Rennen fährt, nochmal ein bisschen mehr ans Limit dann rangeht, ist nochmal was anderes. Und diese Kaffeefahrt, die ich euch heute ein bisschen präsentiert habe, aber ich glaube, ihr habt trotzdem ganz guten Eindruck bekommen, was dieses 600 PS starke Monster geleistet hat, aber ein noch stärkeres Monster eben werden wir auch noch anschauen, der auch zur Baureihe des 917 gehört. Wie gesagt, da gehen wir in die historische Ecke der Can-Am-Serie rein, dem 917-10, den wir hier drin haben, Turbo geladen hat der ganze Motor und damit dann bis zu 1000 PS stark. Aber wie gesagt, das ist dann Thema für die nächste oder die übernächste Folge oder die übernächste Folge für einen der nachkommenden Folgen auf jeden Fall.
Ja, ich hoffe auf jeden Fall, du hattest viel Spaß, gute Unterhaltung, hast auch ein bisschen was Informatives mitnehmen können. Nochmals zum Schluss der Hinweis auf das über ein Jahr alte Assetto Corsa Video zum neuen 17K, findet sich ebenfalls in der Videobeschreibung, und ansonsten auch sonst könnt ihr gerne euch ein bisschen schlau machen. Am Ende möchte ich dann doch nochmal eins sagen, das habe ich jetzt dann doch vergessen zu sagen, und zwar, ja, die große Bekanntheit des neuen 17K hat definitiv, oder allgemein des neuen 17, hat definitiv das Fahrzeug aus dem Hollywood-Streifen Le Mans von Steve McQueen gemacht. Da ist er nämlich ja auch mitgefahren. Da war er quasi Hauptdarsteller, unter anderem in diesem Film. Und da einfach auch nochmal vielleicht der Hinweis, dass es den Film auch noch gab. Also das heißt, wenn ihr das ein bisschen mit Unterhaltung, mit schauspielerischer Unterhaltung wollt, dann checkt vielleicht mal den Film Le Mans von Steve McQueen ab. Einfach, ja, sehenswert. Auf jeden Fall einer der besten Filme, was Motorsport auf jeden Fall betrifft. Gut, ich bin jetzt aber raus. Vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal hier in Project Cast 2. Ciao.